bist fertig. Ich habe noch eine Geschichte, die passt da vielleicht ganz gut auch. Die wollte ich schon erzählen, als du mal Almost Daily Schwimmbad als Thema ausgerufen hast. Und zwar auch, ich war mit meiner Freundin, also 16 oder so, im Schwimmbad. Meine Freundin ist, glaube ich, rothaarig. Meine Ex-Freundin in dem Fall ist rothaarig. Man war irgendwie weg. Das ist wichtig für die Geschichte. Ja, ich habe mich verabschiedet und so und wollte eigentlich nur quasi meiner Freundin einen Kuss geben und habe quasi Tschüss gesagt. Nehme mir meine Freundin, gebe einen Kuss, denke, irgendwas stimmt nicht, aber scheißegal. Geh, guck beim Gehen nochmal zurück und sehe meine Freundin, wie sie heult. Und denkst, Moment, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Habe ich die falsche Frau geküsst. Und die hat auch noch mit. Und die hat auch noch mitgemacht. Das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich mein. Und wenn ich da heute dran denke, das ist so unangenehm immer noch. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Das ist wirklich so. Wie kann man denn aus Versehen die falsche Freundin küssen? Ja, die hatte braune Haare und die waren nass und dadurch sah das so ein bisschen aus, rötlich wie meine Freundin. Das war tatsächlich einigermaßen optisch, aber vor allen Dingen, die hat halt mitgemacht. Und das war die Freundin von ihr und die hatte natürlich mega Beef danach, weil warum hat sie mitgemacht? Und ich bin der einzige Idiot, der es überhaupt nicht gecheckt hat. Ja, wie ist das dann aufgelöst? Das wissen wir. Ja, so wie ich halt, das hat sich dann, ja, naja, ich meine. Warst du mit der anderen zusammen? Nein. Ich habe mich natürlich entschuldigt, es war mir sehr unangenehm, aber ich musste ja auch weg, also bin ich dann gegangen und ich war mit ihr, glaube ich, noch eine Woche oder so zusammen, ich weiß es nicht. Der Hammer. Ihre Zunge war ganz anders. Ich habe es an der Zunge gespürt. Es war wirklich so. So die ganze Zeit so romantisch. Du, sogar mit Zunge, wie geht denn das? Und deine Freundin stand daneben, oder was? Das ist der Hammer, ey. Oh, es ist ein alter Schwede. Hab ich mir aufgehoben. Zum Glück... brauche ich nicht mehr im Almost Daily Schwimmbad. Ich finde, wir hören auch, weil das ist top. Kannst du nicht mehr. Also dieses Almost Daily ist jetzt vorbei. Aber die Geschichte ist wahr. Alle Leute aus Wächtersbach kennen die Geschichte. So. Das ist krass.